Über die Qualität eines Holger Glanow braucht man natürlich sich nicht unterhalten. Und ein Vorspielen braucht man sicherlich auch nicht zu machen. Aber für Holger ist es ja auch wichtig zu wissen, wie tickt denn der Kreislaufer, mit dem er steht, sein Mittelmann. Dann hat man zumindest mal ein paar Bewegungen miteinander auf dem Spielfeld auch vollzogen. Durch die Verletzung von Fabian Wiede und auch von Weinhold wir natürlich jetzt nur noch einen einzigen Linkshänder mit Kai Heffner auf der halbrechten Position haben. Und wenn dann wirklich etwas passiert, man die Möglichkeit hat, nochmal darauf zurückgreifen zu können in der Notsituation. Das ist der Hintergedanke, den der Bundestrainer mit seinem Team zu dieser Personalie hat. Deswegen wird er heute auch mal spielen, damit er ein bisschen sich in die Abläufe gewöhnen kann und dann gegebenenfalls auch, wenn es dann Not am Mann ist, vielleicht dann auch nochmal zum Einsatz bei der WM kommen könnte. Der Verlust eines Elternteils ist denen, die das schon erlebt haben, sicherlich auch ganz bewusst etwas ganz Tragisches, etwas ganz, ganz Besonderes, und nicht jeder kann mit der Situation gleich umgehen, und von daher würde ich jetzt einfach auch sagen, ihn in Ruhe seine Entscheidung abwarten zu lassen und erstmal in der Familie die Trauer anfangen zu verarbeiten.